Wahrheit über Arisu und sein Skandal, inklusive Diss-Track. Ja, die Leute von Navex geben sich inzwischen schon so viel Mühe, dass es inzwischen schon Hate-Rap-Tracks von mir gibt. Und deswegen fragen wir uns tatsächlich, wird es Navex heute wieder schaffen, einen nochmal draufzulegen und mich noch schlechter zu framen, als er es davor schon gemacht hat? Folgt mir hier auf jeden Fall schon mal auf TikTok, falls ihr Bock habt auf noch mehr Statements. Navex sagt, mein letztes Statement ist nicht richtig und erlogen. Allerdings bestätige ich jetzt nochmals, dass alles, was in meinem vorherigen Statement gesagt wurde, exakt so stimmt und den derzeitigen Stand am aktuellsten widerspiegelt. Alles, was Navex allerdings aufgearbeitet hat, sind veraltete, zusammenhangslose Fitzelchen, die zusammen ein Bild ergeben sollen, was mich irgendwie negativ in der Öffentlichkeit wieder darstellen soll. Das Ganze soll wieder eine Menge Klicks generieren und auch eine Menge Kohle. Weiterhin wird Navex alles dafür geben, weitere Informationen herauszufinden, um irgendwelche Videos zu veröffentlichen, über Leichen zu gehen, um Hauptsache ein weiteres Aerosol-Video hochzuladen, weil die bei ihm so gut funktionieren. Navex sagt, mein Kommentar von vor 3 Wochen stimmt nicht, dass Lars und ich uns aus Respekt nicht zu der Sache äußern wollen und die Sache schon längst miteinander geklärt haben. Lars, als auch ich, haben Navex gemeinsam über Instagram nochmal mitgeteilt, dass wir beide die Sache gemeinsam geklärt haben und wir das Video von ihm unnötig finden. Das erwähnt er in seinem großgeschriebenen Kommentar ganz klein unten in einem Nebensatz. Danke, Bro. Das ganze Video besteht aus Textnachrichten, die von einer geheimen Person geleakt wurden. Sprich, eine Person, die komplett rücksichtslos ein emotionales 1:1 Gespräch leakt, nur um mich schlechter darzustellen. Ich habe daraufhin kurz von einer zufälligen Person in meinem Discord-Freundeskreis ein Screenshot vom Profil gemacht und ebenfalls mit dem Mosaikeffekt verpixelt, den es unter Photoshop einfach so gibt. Das sah dann so aus. Ich kann euch aber leider nicht sagen, wer es ist. Nicht, dass noch jemand herausfindet, dass diese Person möglicherweise sich maximal toxisch verhält. Das würde ein gravierendes Bild für die YouTube-Szene geben. Oh Mann, möchte jemand Käse? Mit diesen alten Screenshots aus dem Jahre 2023 liegt mir Navex nun aufs Herz, dass sein Statement aktueller ist als meins aus dem Jahre 2024 und dass er mehr Informationen hat und die Wahrheit kennt. Ich weiß ja nicht. Roman steckt sich 70% der Einnahmen der Videos ein und lässt Lars auch noch für die Produktion bezahlen? Wie wäre es mit Roman übernimmt 100% der Kosten die ganze Zeit und investiert sein ganzes Geld immer und immer wieder in die Tischvideos und kauft dieses ganze Zeug hier? Neben dem Ganzen gab es auch noch viele Putzkosten, Versicherungskosten, whatever. Und wenn man sich das Ganze nochmal im Genauen ansieht, sieht man auch, wie die Qualität sich in den vergangenen Jahren immer wieder verbessert hat und die Klicks auch immer wieder hochgegangen sind, bis Lars das Ding einfach verlassen hat. Navex, neben deinem Vertrag, den du da noch dran liegen hast, der irgendwelche Prozentzahlen irgendwie vorzeigt und du das Ganze für bare Münze nimmst, schreib mich das nächste Mal doch einfach mal an und frag mich doch einfach mal, bevor du einfach ganz stolz wieder ein weiteres Video hochlädst, was heißt die ganze Wahrheit über Arisul und seinen Skandal, ohne überhaupt die Wahrheit zu kennen. Navex sagt, dass ich verbiete, Lars mit anderen Leuten Tischvideos zu veröffentlichen. Aber wer sagt eigentlich, dass dieser Vertrag bzw. diese Klauseln, die da drin stehen, alle von mir stammeln und nicht irgendwie eine Klausel vielleicht auch mal von Lars gewünscht wurde, insbesondere nachdem er das Studio verlassen hat? Übrigens, er hat, nachdem er das Studio verlassen hat, direkt selber mit Tischvideos angefangen. Das Ganze hat er dann auch direkt mit Easy Cheesy gemacht. Und er hat sogar in seine Videotags das Wort Tischvideos gepackt und Arisul. Und Izzy hat übrigens auch mit Tischvideos danach direkt angefangen auf ihrem anderen Channel Izzy Plus. Ich dagegen habe erstmal keine Tischvideos gedreht. Und ich glaube, für mich ist das Thema auch erstmal durch. Roman hat alleinig die Rechte für die Tischvideos und Lars gehört gar nichts. Und das stimmt, alles ist in meiner Firma entstanden, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Investitionen und ich habe das komplette Risiko mit meinen eigenen Schultern getragen und sonst niemand anderes. Warum sollten die Videos dann nicht auch mir gehören? Arisu bekommt 70% und Lars bekommt 30%. Warum muss dann Lars nochmal 200 € mehr Pauschale berechnet werden? Lars seine Gewinne wurden immer mehr. Meine Verluste und Kosten wurden ebenfalls mehr. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Lars nicht an den Produktionskosten beteiligt. Er musste lediglich zum Aufnahmetermin erscheinen
Und das war für 30% des gesamten Kuchens, ohne eine Investition. Es war einfach nur fair, dass Lars sich endlich anfängt, teilweise an den Produktionskosten für Kostüme, Schauspieler und den anderen Sachen zu beteiligen, ohne an Prozenten aufzugeben. Was am Ende des Tages auch nur ein heißer Tropfen auf dem kalten Stein war. Oder vielleicht andersrum. Warum muss Lars eine NDA, Verschwiegenheitserklärung, unterschreiben? Lars und ich sind privat gute Freunde gewesen. Er kannte meine Freundin, meine Familie, alle meine Leute, die mir privat sehr nahe stehen. Und da ist eine Geheimhaltungsvereinbarung bei einer Trennung des Kontaktes einfach nur das einzig Richtige, privat und geschäftlich. Jeder, der hier sagt, dass hier eine NDA übertrieben ist, hat einfach keine Ahnung, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich meine, schaut euch einfach mal an, was gerade abgeht. Welche Gruppierungen von Leuten gerade versuchen, mir irgendwas Schlechtes anzutun und mich irgendwie zu exposen. Da finde ich persönlich, dass eine NDA mit Abstand das Wichtigste ist. Und ich würde es jedem Influencer auf jeden Fall ans Herz legen, sich eine zuzulegen, wenn man mit irgendwelchen neuen Leuten über irgendwelche Geschäftsgeheimnisse oder private Dinge austauscht. Weil alles, was man sagt und alles, was man irgendwohin textet, wird irgendwie weitergesendet. Und daraus werden jetzt gerade Statements und Exposings gemacht. Ein weiterer Vorwurf von Navix nach wie vor ist, dass Lars Ewigkeiten hat warten müssen mit dem Geld. Und wie in meinem vorherigen Statement erwähnt, habe ich Ewigkeiten nichts von Lars gehört, weswegen das Ganze nicht funktioniert hat. Einmal habe ich sogar Lars Ende 2023 extra angeschrieben, um ihm nochmal zu erklären, ich muss dir jetzt das Geld übersenden, damit ich den Gewinn von 2023 nicht ins nächste Jahr verschleppe. Und dann hat er mir hierbei einfach nur einen Kontakt von einem Anwalt gegeben, der auch bei Navix im Video erwähnt wird. Also habe ich diesen Anwalt extra kontaktiert und gesagt, bitte, kann mir irgendjemand einen Kontakt geben, damit wir endlich dieses Ding klären können? Und dieser Anwalt hat kurz mit mir telefoniert und sich dann einfach nie wieder bei mir gemeldet. Das heißt also, Lars hat sich nicht bei mir gemeldet, der Anwalt hat sich nicht bei mir gemeldet und niemand hat irgendwas geschrieben, niemand hat irgendwie kommuniziert. Und wenn dieses Geld überlebenswichtig gewesen wäre, dann hätte man mich einfach nur früher anschreiben müssen. Weil am Ende des Tages, also heute, haben wir es komplett geschafft, ohne Anwalt, ohne irgendwas zwischendrin, uns einfach zu klären und das Ding einfach einzusacken und den Vertrag einfach durchzubekommen. Also warum hat das Ganze nicht einfach vorher geklappt? Einfach nur, weil mir niemand geschrieben hat. Nicht mal der Anwalt. Meine werten Damen und Herren, diese Videos kosten mich extrem viel Zeit, extrem viel Nerven. Und deswegen bitte ich euch auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ihr solche Videos seht, denkt daran, das ist alles Meinungsmache. Und diese Videos sind am Ende des Tages nur Unterhaltung. Denkt immer daran, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt. Es gibt immer zwei Leute, die etwas zu sagen haben. Und denkt auch nicht immer daran, dass alles wahr ist, was im Internet steht. Ich weiß, es sieht so aus, wenn man so einen Vertrag sieht, wenn man irgendwelche Dokumente sieht, viel krasse Musik und auch sogar einen Rap-Track, dann ist das Ganze sehr, sehr schon eindeutig, aber ist es auch wirklich wahr? Das ist dann immer die andere Geschichte. Deswegen bleibt cool, Leute. Schaut auf jeden Fall hier im Shop vorbei. Da gibt es so süße Dr. Augen unter shop.arizu.de. Ich bin jetzt erstmal raus. Folgt mir auf TikTok. Wir sehen uns, Leute.